Hi, heute beschäftigen wir uns mit den Querschnittsaufgaben im Erzieherberuf. Ich erkläre dir, welche Faktoren bei der Entstehung Einfluss genommen haben und erläutere dir dann im Anschluss die 7 Querschnittsaufgaben. Wir starten direkt in das heutige Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Die Entwicklung und Herausbildung der 7 Querschnittsaufgaben zu verstehen, nimmt die berufliche Rolle des Erziehers und der Erzieherin im Wandel eine große Rolle ein. Denn erst durch gesellschaftliche Veränderungen kam es dann zur Formulierung von diesen Querschnittsaufgaben. Welche Faktoren haben also bei der Entstehung des Berufsbilds Einfluss genommen? Der Blick auf die historische Entwicklung spielt bei der Entstehung des Erzieherberufs eine entscheidende Rolle. Das Berufsbild hat sich mit der Gesellschaft verändert und verändert sich auch bis heute weiterhin mit dem gesellschaftlichen Wandel, hinsichtlich unter anderem der Werte, Normen, Vorstellungen, Überzeugungen oder Einstellungen und hat an hoher Bedeutung dazugewonnen. Früher, vom 17. Jahrhundert bis ca. dem 20. Jahrhundert, existierte stattdessen der Beruf der Gouvernante. Das stellt die veraltete Bezeichnung des Erziehers, der Erzieherin dar. Ursprünglich waren es Familien des Hochadels, welche die Erziehung einer Gouvernante in Anspruch genommen haben. Meist junge und gebildete Frauen übernahmen die Aufgabe und mit wachsendem Wissen konnten sie dann die häusliche Erziehung und den Unterricht zu ihrem Beruf machen. Durch zunehmende Veränderungen entwickelte sich das Erziehungs- und Bildungssystem. Darunter dann Mitte des 19. Jahrhunderts der Beruf der Kindergärtnerin, der direkte Vorreiter des heutigen Berufs des Erziehers und der Erzieherin. Zwischen 1967 und 1982 wurde dann im Rahmen der Kultusministerkonferenz bundesweit der Ausbildungsberuf staatlich anerkannter Erzieher und staatlich anerkannte Erzieherin eingeführt. Und 2011 kam es dann zur Formulierung der 7 Querschnittsaufgaben, die ich dir nun im Folgenden darstellen werde. Welche Querschnittsaufgaben gibt es und was versteht man darunter? Erst einmal, was versteht man unter Querschnittsaufgaben? Querschnittsaufgaben sind Schlüsselqualifikationen der Erzieher und der Erzieherinnen, die notwendig für das Funktionieren in der pädagogischen Arbeit sind. Unterschieden werden insgesamt 7 Querschnittsaufgaben. Darunter die Partizipation, die Inklusion, die Sprachbildung, die Medienkompetenz, die Wertevermittlung, die Nachhaltigkeit und die Prävention. Die Partizipation. Unter Partizipation versteht man die Beteiligung, Teilhabe, Mitbestimmung, Mitwirkung und Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen für sie betreffenden Entscheidungen. Kinder lernen so, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Sie sollen erfahren, dass ihre Meinung zählt, wodurch sie auch an Eigenständigkeit und Selbstvertrauen dazugewinnen. Daher ist es wichtig, dass Partizipation immer an den Entwicklungsstand der jeweiligen Person angepasst ist, damit Entscheidungen getroffen werden können. Die Einflussnahme kann in der Praxis Auswahlmöglichkeiten betreffen, wie zum Beispiel das Aufstellen gemeinsamer Regeln, die Raumgestaltung oder die Planung eines Ausflugs, bei welchen Entscheidungen die Kinder aktiv mitwirken können. Die Inklusion. Inklusion zielt auf alle Menschen. Das bedeutet, dass jedes Individuum, egal welcher Nationalität, welchen Alters oder welcher Einschränkung, selbstverständlich dazugehört und ein Teil unserer Gesellschaft ist. Im Sinne des Verstehens von Verschiedenheit, die Heterogenität bewusst als Chance und nicht als Hürde zu betrachten. Die Rahmenbedingungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hierfür sind noch ausbaufähig, wie unter anderem das Schaffen von Barrierefreiheit. Der Rahmen sollte mehr an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Inklusion ist ein rechtlicher und ein gesellschaftlicher Anspruch, dass wir keine Menschen aufgrund seiner Diversität ausgrenzen, sondern dass wir im Gegenzug Diskriminierungen auf allen Ebenen abbauen und das Ziel einer chancengerechten Entwicklung für alle Menschen ermöglichen. Wenn du mehr über Inklusion erfahren möchtest, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Die Sprachbildung. Die Sprachentwicklung soll kontinuierlich begleitet und unterstützt werden mit dem Ziel, die sprachliche Kompetenz von Kindern und Jugendlichen zu erweitern. Darunter versteht man unter anderem auch die systematische Anregung und die Gestaltung von Sprachangeboten, die der Sprache ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Kinder und Jugendliche lernen so,
sich angemessen und vielfältig auszudrücken, als auch können sie verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Die Medienkompetenz. Neben den analogen Medien wie Büchern oder Zeitschriften gibt es bereits digitale Medien. Diese sind wesentlicher Bestandteil der heutigen Zeit und werden aktiv im Beruf mit einbezogen. Wir sind dem zunehmenden Fortschritt ausgesetzt. Daher ist es wichtig, dass wir die Medienkompetenz fördern, einen bewussten Umgang mit Medien schaffen, um Kindern und Jugendlichen so neues Wissen und Verständnis zu vermitteln. Die Wertevermittlung. Die Wertevielfalt ist heute in der pluralen Gesellschaft eine Herausforderung, da es so viele verschiedene gibt. Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft ist es, Kinder und Jugendliche beim Aufbau ihrer Werteentwicklung zu unterstützen. Dazu gehört es, dass wir eine reflektierte Haltung einnehmen, dass wir authentisch sind und dass wir neben unseren eigenen Werten auch Werte anderer zulassen und akzeptieren. Ziel ist es, eine Balance zu finden von Autonomie und sozialer Mitverantwortung, dass wir sowohl für uns selbst eigenverantwortlich handeln, als aber rücksichtsvoll mit unseren Mitmenschen in der Gesellschaft umgehen. Die Nachhaltigkeit. BNE ist die Abkürzung für nachhaltige Entwicklung und umfasst ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Gemeint ist eine Bildung, in der Menschen von Anfang an lernen, nachhaltig zu denken und zu handeln und dies auch in Zukunft weiterhin befähigt werden soll. Es geht unter anderem um einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen in der Praxis, aber auch um kritisches Denken eigenen Verhaltens. Denn wir Menschen sind Lebewesen und brauchen die Natur zum Leben. Daher sollen wir nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit handeln, Zusammenhänge erkennen und unseren Entscheidungen bewusst sein, da Konsequenzen eigenen Verhaltens sich auf die Umwelt auswirken. Die Prävention. Prävention bezeichnet das Vorbeugen von Problemlagen. Ziel ist es demnach, Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Lebens- und Entwicklungsphasen sowie Übergängen zu unterstützen, um mögliche Risiken vorzubeugen. Und weiteres Ziel ist es, die Resilienz zu stärken, damit sie mit belastenden Situationen erfolgreich umgehen können. Das Erleben von Selbstwirksamkeit, aus eigener Kraft schwierige oder herausfordernde Situationen zu meistern, steht dabei im Vordergrund. Zusammenfassend lässt sich also Folgendes über die Querschnittsaufgaben festhalten. Partizipation steht für die Beteiligung, Teilhabe und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen. Inklusion umfasst die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen. Sprachbildung zielt auf die sprachliche Unterstützung im Alltag. Die Medienkompetenz umfasst im stetigen Fortschritt die Förderung im Umgang mit Medien. Die Wertevermittlung umfasst sowohl die Akzeptanz eigener Werte als auch die unserer Mitmenschen. Nachhaltigkeit meint, über Entscheidungen bewusst nachzudenken, da Konsequenzen eigenen Verhaltens sich auf die Umwelt auswirken. Und Prävention zielt auf das Vorbeugen von Problemen. Das waren nun in Kürze die 7 Querschnittsaufgaben. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du Interesse hast an weiteren Videos, dann schau dir gerne meine Playlist an. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!